der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysimar. Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3 und nach einigen Episoden des Fragezeichen-Erkundens wollen wir uns heute mal, entweder wir können uns dazu ein bisschen weiter umschauen, denn ich glaube es gibt noch zwei, drei Dinge, die wir nicht gesehen haben, obwohl wir die Fragezeichen abgeklappert haben, denn... Ich komme gleich wieder, Wesemir, entschuldige bitte, ich muss das eben nochmal ganz kurz demonstrieren. So, in einer neuen Aufnahme habe ich jetzt mal probehalber auch SLI abgeschaltet und wie man sieht, es läuft wesentlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier läuft es jetzt wesentlich flüssiger. Kein Micro-Stuttering mehr, außer ab und zu mal, wenn man sich schnell dreht oder sowas. Aber das sind halt die normalen Sachen. Ich habe mich zum Beispiel gewundert, ich bin ein bisschen rumgelaufen beim Testen. Das ist das Problem bei Witcher 3. Ich teste immer so ein bisschen rum, auch die Configs und überhaupt und lalala und immer noch so ein bisschen Optimierung. Und ich kann nicht aufhören zu spielen. Es ist so fürchterlich. Wir sind immer noch am Anfangsort. Und jedes Mal, wenn ich teste, dann laufe ich immer so rum und kann nicht mehr aufhören. Da habe ich das Wildschwein hier gefunden oder was immer das ist. Es ist tot. Ein totes Schwein liegt hier einfach so rum. Ein totes Schwein. Und unter anderem, dann bin ich einfach mal in diese Richtung hier gelaufen. Und da will ich mal ganz kurz demonstrieren. Es gibt tatsächlich... So. Nur mal kurz wieder Fleisch sammeln. Wo ist er denn? Es gibt tatsächlich überall in den Landstrichen Sachen, die man finden kann, die man so nicht auf dem Schirm hat. Wie zum Beispiel, die sind dann auch nicht markiert auf der Karte, wie zum Beispiel das hier. Einfach so ein paar Steine, die aufeinander geschichtet sind, ist in der Karte nicht markiert. Man kann es aber einfach finden, indem man einfach durch die Gegend läuft und so ein bisschen rumerkundet. Dann bin ich noch ein bisschen weitergelaufen und habe festgestellt, oh, guck mal, das eine Haus, wo wir neulich waren, das ist genau hier. Das ist das Fischerhaus, das Verlassene, das ist genau hier. Hätten wir quasi direkt die Abkürzung nehmen können. Es ist also doch alles ein bisschen sehr verbunden. Kann man natürlich immer über die Automap-Funktion sehen, aber wer guckt denn da schon immer rein? Außer allen anderen natürlich. So, auf jeden Fall fand ich das sehr schön. Habe auch noch ein paar Häuser gefunden irgendwie, die man auslud... Alter, wie schön das einfach aussieht. Ich will nicht aufhören zu spielen. Hab ja gerade erst angefangen. So, die Hasen, die rammeln sich ja übrigens ein zurecht. Wenn man die abschlachtet, wenn man, ich meine natürlich, wenn man die Hasenfell, kein Fleisch. Oh, wie schön. Hallo, ich bin der Bayer. Nee, was ich sagen wollte, es bietet sich eigentlich perfekt an, wenn die Kamera nicht immer resetten würde, dann könnte man hier so ein super Boxing-Video draus machen. Okay, ich höre schon auf. Es ist einfach so, ich will immer weiter spielen. Ich kann einfach nicht aufhören. Ich will die ganze Zeit nur rumlaufen, alles erkunden, alles anschauen. Ach ja, so malerisch, so pittoresk, so wunderschön. Ich mach mir eine Schleuder und jag Bären damit. Willst du Ärger? Ich mach mir eine Schleuder und jag Bären damit. Wie süß. Schon gehört, was Yahora mit ihr gemacht hat. So, okay, aber ich habe ja versprochen, wir wollen in dieser Folge jetzt erstmal mit Wesemir reden, also tun wir natürlich genau das. Yennefer ist in Vysimar. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Ja. Banditen überall, ist mir auch schon aufgefallen. Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Bin ich ja generell dafür, aber ob das klappt, weiß ich nicht. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidgar. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du.
Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Alter. Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Na gut, dann tragen wir es auf unsere Art aus. Sohn zum Glück... einer Ziege! Du wirst es nie lernen. Bastarde. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht! Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir! Wir haben das nicht gewollt. Es ist euer Blut. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nanü? Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Macht die Pferde bereit. Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Nein, das frage ich mal lieber nicht. Naja. Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vesemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich.
hoffentlich auf bald. Ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, den ich nicht kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Das muss reichen. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut, tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysima zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Ehrlich gesagt, würden wir das ja gerne auch wissen. Und ich glaube, dem Schnee nach zu urteilen, ist das hier die richtige Antwort. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge. Man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich.
Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut, der Herr kann sich nun ankleiden. Das ist aber keine saubere Rasur. Na gut, dann auf in die Klamotten. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Oh Gott. Alle Farben, sofern es schwarz ist. Wo sind meine Kleider? Ich denke mal, unsere Kleider dürfen wir wohl nicht anziehen. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Ach. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Da freut sich jemand. Kaiserliche Audienz. Ja. Morvran Voorhees. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz, bevor wir weitermachen, schaue ich mal eben, Bestiarium ist es ja nicht. Wir schauen mal eben, der M hier, den kennen wir ja schon. Lalalala. Der Morvran Voorhees. Morvran Voorhees war Kommandant der Division Alba, Offizier mit höchstem Rang und reinrassiger Aristokrat. Er konnte sich mit Stolz als Nilfgaarder bezeichnen, was lediglich Personen zusteht, die in der Hauptstadt des Kaiserreichs oder in deren unmittelbarer Umgebung geboren wurden. Zum Zeitpunkt ihrer ersten Begegnung wusste Geralt nicht, was für eine wichtige Person die Aufgabe hatte, ihm ein paar Routinefragen zu stellen. Wer allerdings den Hexer kennt, weiß, dass das Wissen um den Rang und Status von Morvran keinen großen Unterschied gemacht hätte. So, sollen wir diese hier nehmen? Die ist leicht bläulich. Diese hier ist mir ehrlich gesagt, man möge mich dafür verachten, aber sieht mir ein bisschen zu mädchenhaft aus. Und das hier mit diesen komischen Pompärmeln, ne, ich weiß nicht. Ich würde sagen, das hier ist unserer am ehesten angemessen, auch wenn ich diese Pompärmel nicht mag. Aber ich mag dieses Muster auf der Weste, das mag ich sehr gerne. Höflingswams. Ich guck nochmal ganz kurz, wie heißt das hier? Genau so. Na, erstmal schön draufstellen. Kleide dich an. So kleiden wir denn. Unsere ganzen Sachen haben wir zum Glück noch, nur die Klamotten eben nicht. Ich denke, das geht, oder? Ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir können natürlich die anderen Sachen nochmal probieren, aber ich denke, das ist okay. Vielleicht können wir die später noch verkaufen. So. Einfach alles mitnehmen, was soll's. So, Inventar. Ich guck mal ganz kurz, wie die anderen aussehen. Ja, da sieht er so ein bisschen, weiß ich nicht. Sieht so ein bisschen aus wie Alice im Wunderland. Das hier würde auch noch gehen, aber das finde ich, das sieht so, weiß ich nicht aus. Ich finde das hier immer noch am besten. Keine Ahnung warum. Na gut. Bevor wir mit dem Kämmerer reden, schaue ich mich nochmal ganz kurz ein bisschen um. Ich hoffe, wir dürfen hier... Können wir hier überhaupt was mitnehmen? Jo, das geht offenbar. Ein Schwert gegen Hexen. Aber nicht gegen Hexer, nur gegen Hexen. Wer sind die Hexenjäger, fragt ihr? Sie sind Leute wie euresgleichen, sage ich. Anständige Leute, denen die Lüge verhasst und die gute Tat natürlich ist. Leute, die sich nach den Regeln der Götter und der Natur richten. Die von den üblen Machenschaften der Hexen, Magier und Anderlinge angewidert sind. Wir unterscheiden uns nur darin von euresgleichen, dass wir den Mut haben, zu den Waffen zu greifen und unsere Lande vor dem Bösen zu beschützen. Den Gangrän auszumerzen, der uns von innen auffrisst. Wir haben keinen Anführer. Wir haben keine Festung oder Ländereien. Auch wenn der gottesfürchtige Radovid uns hin und wieder mit Gold unterstützt, haben wir ihm und auch keinem anderen Herrscher je einen Eid geschworen. Wir dienen nur dem ewigen Feuer und unserem eigenen Gewissen. Wer kann zu uns stoßen? Nun, jedermann, der recht an Seele und Körper ist. Ihr findet uns in jeder größeren Stadt des Nordens. Ihr erhaltet Unterkunft, Verpflegung und eine Waffe. Wir lehren euch, die verräterischen Zeichen des Bösen zu erkennen. Geburtsmale von seltsamen urtümlichen Formen, zarte Haut bei Matronen über 30 Lenzen, schwarze Katzen im Hof, nur einige zu nennen.
Wir zeigen euch, wie ihr euch gegen die Zauberei verteidigt und magische Subjekte mit Dimeritium auszähmt und ausmerzt. Entschuldigung. Wir unterweisen euch, wie man die finsteren Geheimnisse der Sünder mit einem glühenden Eisen ans Licht bringt und wie man den Üblen mit Hilfe des heiligen Feuers einen reinigenden Tod beschert. Vor denen sollten wir uns wahrscheinlich vorsehen. Da liegt ein Zettel, der aber nicht für uns ist. Gnomische Scherze. Oh, da muss ich mal ganz kurz, Entschuldigung, da müssen wir natürlich auch mal ganz kurz reinschauen. Kratz den Schmalz aus einem Hundeohr. Das war nicht so gut. Kratz den Schmalz aus einem Hundeohr. Tränk Baumwollzwirn damit. Steck den Zwirn in eine Lampe von grünlicher Färbung. Und stell diese inmitten einer erwartungsvollen Meute auf. Sie soll schwören, dass sie einen Hundekopf sieht und dies keine Zauberei ist, sondern gute Kunde. Auf der Hochzeit des Prinzen von Elanda versteckte sich ein schäbiger Gnom mit einem kleinen Entermesser bewaffnet in einer Torte. Gerade als die Gäste am Festbankett sich gütlich tun wollten, hüpfte der Gnom aus der Torte und jagte den Umstehenden einen höllischen Schrecken ein, der sich jedoch alsbald in Belustigung verwandelte, da man des Scherzes gewahr wurde. Ein Cynecephalus oder Hundekopf, wie wir in unserer Sprache sagen, eine Bestie aus den Ebenen von Sangueba, hat den Körper eines Menschen, aber den Kopf eines Hundes. Der Prinz von Elanda erhielt ein eben solches Exemplar aus jenen fernen Landen. Der Cynocephalus muss einmal die Stunde Wasser lassen, Tag und Nacht, weshalb die Zanguebara sein Ebenbild auf Uhren und Kompasse gravieren. Ja, klingt ja überzeugend. Gnomische Scherze, fand ich jetzt. Ich dachte, das wäre so ein Witzebuch. Halt, was haben wir da? Oh, natürlich. Entschuldigung. Die Kerzen wollte ich gar nicht ausmachen. Ich wollte eigentlich nur wieder klauen. Herr Kämmerer, wartet kurz. Ein Vedimi. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Was redet er? Die Wunder Serikaniens. Aha, aha, natürlich auch da wieder lesen. Auf meinen vielen Reisen habe ich unzählige außergewöhnliche Orte gesehen. Die urtümliche Wildnis von Brokilon mit ihren Bäumen, die so hoch sind, dass die Wipfel in den Wolken verschwinden. Zwergenhöhlen, die tief im Mahakam-Gebirgsmassiv lagen und ihren Wände mit reinem Gold überzogen waren. Den Eispalast von Pont Vanis mit seinen mit Eisblumen verzierten Fenstern. Doch in der Tat beeindruckte mich kein Ort so sehr wie das zu Recht berüchtigte Serikanien. Allerdings fürchtete ich, als ich das Ödnisgebirge überquerte, auf der anderen Seite eine Enttäuschung zu erleben. Ich hatte viele fantastische Geschichten über Serikanien gehört, über die Sandflächen ohne Pfade, von der Sonne weiß gebleicht, die goldschuppigen Drachen, die ihre Nester inmitten der Dünen bauen, die buckligen Pferde, die wochenlang ohne einen Schluck Wasser überleben. Doch nichts von allem schien mir möglich zu sein. Ich war sicher, dass diese Sensation lediglich der überschwänglichen Vorstellungskraft eines Barden entsprungen waren. Ich weiß, werter Leser, dass diese unglaublichen Erzählungen kaum zu glauben sind, denn mir erging es ebenso. Aber sie sind alle wahr. Nicht nur das, während der vielen Monate, die ich auf Reisen war, sah ich Wunder, die alle bisherigen Reiseberichte noch übertrafen. Ich sah Tempel, die zur Anbetung der Drachen errichtet worden waren. Ich vernahm ihre Stimme, die fast menschlich klingt, aber von tausenden Echos widerhallte. Ich traf auf Kriegerinnen, die mit Leopardenfell bekleidet und von Kopf bis Fuß tätowiert waren und ebenso gut wie die Hexer mit der Klinge umgehen konnten. Ich sah Magier, die ihre Kraft aus dem Feuer schöpften. Ich sah scheinbar harmlose Fliegen, deren Biss ein Mann in einen tiefen Schlaf versetzen konnte, aus dem man niemals erwachte, außer um zu sterben. Kurz gesagt, Serikanien ist ein Land, in dem das Fantastische normal und das Unmögliche alltäglich ist. Habe ich schon mal gesagt, dass wir alle Bücher lesen? Habe ich das schon mal eventuell erwähnt? Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Sei so nett und stör bitte nicht. Ja, ich wollte dich beim Rumstehen jetzt gar nicht behelligen. Die Chroniken von Redanien habe ich schon mal erwähnt. Oh Gott. Es wird viel, glaube ich. Vridank der Elf.
Auch wenn sein Beiname darauf schließen lässt, floss kein Tropfen Elfenblut in König Vridangs Adern. Er wurde wegen seiner außerordentlichen Schönheit und wegen seiner großen Bewunderung der Eiern Seide-Elf genannt. Seine scheinbar harmlose Faszination sollte schreckliche und weitreichende Folgen haben. König Vridank missachtete alle Gesetze und Bräuche und heiratete die Halbelfe Beatrix von Kovir, die darüber hinaus von niederem Stand war. Die Frucht dieser bedauerlich kurzen und unstandesgemäßen Mesalliance war Falka, die später einen blutigen Aufstand gegen ihren eigenen Vater ins Rollen bringen sollte. Obwohl der Aufstand am Ende niedergeschlagen und Falka auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, warfen die Folgen den jungen Staat in ein jahrelanges Chaos zurück. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir alles vorlesen werden? Nee, ne? Wenn es zu viel wird, verteile ich die Bücher natürlich ein bisschen. Also wenn wir jetzt noch ein Buch finden, dann würde ich das später lesen. Toll. Wie ich bereits erwähnte, ich würde später lesen. Haben wir jetzt hier alles mitgenommen? Ich beklaue den einfach, weil ganz ehrlich, die haben es ja. Die da oben machen doch eh, was sie wollen. So, jetzt haben wir genug geklaut, jetzt können wir weitermachen. Entschuldigung, wenn es ein bisschen gedauert hat. Schwarz steht dem Herrn. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ja, kneift ein bisschen im Schritt, aber... Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird von dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ach komm, wir machen das mal mit. Andererseits... komm. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Gut, so. Reicht das? Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Ach so. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Das sieht aus, als hätte man gesoffen. Rechtes Bein nach vorne, linke Hand. Ich habe überhaupt nicht. Das ist absurd. Das ist schön. Das ist nicht dein Ernst. Es ist durchaus mein vollster Ernst. Kennt der Herr die Strafe für Übertretungen der Etikette in Gegenwart des Kaisers? 200 Peitschenhiebe. Dies wünsche ich ihm nicht. Daher werde ich ihn nicht eher gehen lassen, als bis ich überzeugt bin, dass er sich zu betragen weiß. Ja, wenn mir die Peitschenhiebe fast schon lieber. Also, wie war das? Ich habe nämlich nicht zugehört. Linke Hand auf die Brust, rechte Hand, Hände an die Seite, stimmt ja gar nicht. Linkes Bein nach vorne. Linkes Bein nach vorne, rechte Hand auf die... Es muss, glaube ich, die rechte Hand auf der Brust sein, oder? Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Natürlich. Komme er mit mir. Na gut. Wollen wir ihm folgen? Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Natürlich. Seufz. Nanu? Ingrimi ep art kerser. Deitwen adan in karn ep morvut. M hier war Emreis. Verneigen. Ach so. Was soll's. Eure kaiserliche Majestät. Arrea ep to orde. Evelien, namin wat gern wavort. Thank you.
Jetzt wird's interessant. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Okay, ich tue es nur für Ciri, ist doch klar. Ich brauche Informationen, nicht Motivationen. Ja, vor allem brauchen wir erstmal Informationen. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Das ging erstaunlich schnell. Ciri also. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Natürlich. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Ach so. Ganz kurz Informationen zwischendurch. Wir schlagen eben mal ganz kurz nach, weil es eingetragen wurde. Cyrilla Fiona Ellen Rhiannon. Was kann ich über sie sagen? Dass ihr Spitzname Ciri ist, dass sie 1251 geboren wurde, dass sie aschblondes Haar und eine Narbe auf der Wange hat. Das ist alles wahr. Und das ist die Cyrilla, die ich am besten kenne, die ich vor all den Jahren zum ersten Mal sah und die nun zwar nicht ganz normal erscheint, aber gewiss nicht so außergewöhnlich, wie sie ist. Denn Ciri ist auch eine ausgezeichnete Hexerin, Erbin mehrerer Throne, die letzte Trägerin des älteren Bluts, eine mächtige Quelle mit außergewöhnlichen magischen Talenten und die Herrin der Zeiten und Welten. Angesichts dessen scheinen Details wie ihre Haarfarbe und ihr Geburtsdatum doch recht nebensächlich. Ich könnte auch erzählen, dass sie Geralds Adoptivtochter ist, aber das wäre grob vereinfachend. Ciri ist viel mehr. Sie ist sein Schicksal, sein Überraschungskind, mit den unauflöslichsten Fesseln des Schicksals an den Hexer gebunden. Nach uralter Hexertradition brachte Geralt Ciri nach Ger Morhen, als sie in seine Obhut kam. Doch unterwiesen er und Wesemir sie in der Kunst des professionellen Monstertötens. Zu dieser Zeit offenbarten sich ihre magischen Talente und es wurde klar, dass Ciri eine Quelle war. Ciris Gabe erwies sich ebenso sehr als Fluch. Sie würde eines Tages der Grund sein, dass sie sich vor der Welt würde verstecken müssen, auch vor Geralt. Ciris Biografie enthielt ein weiteres großes Geheimnis. Ihr leiblicher Vater war niemand anders als Emhyr Far Emrhais, der Kaiser von Nilfgaard. Seine Worte bestätigten die Ängste, die Geralt nach seinem Albtraum plagten. Ciri war zurückgekehrt und befand sich in Lebensgefahr, da die unerbittliche wilde Jagd ihr auf den Fersen war. Ach ja, das wird ja spannend. Da haben wir die Yennefer gerade erst wieder getroffen, da mussten wir sie gehen lassen, wegen dieser blöden Audienz beim Herrn Kaiser. Aber interessant, jetzt wollen wir nicht mehr Yennefer suchen, sondern Ciri, die wohl offenbar von der wilden Jagd
naja, gejagt wird. Und genau diese wilde Jagd haben wir noch anfangs im Intro kennengelernt. Und es scheint so, als würden wir dieser bald schon gegenüberstehen. Nicht nur in der Sequenz, sondern vielleicht schon bald persönlich. Lassen wir uns überraschen. In der nächsten Folge treffen wir abermals auf Yennefer. Und dann hoffentlich mit ein bisschen mehr Zeit und weniger Klamotten. Bis dahin vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl.